Ja, hallo. Was ich Ihnen hier zeigen möchte, das ist das Luftgewehr der Marke Weihrauch und zwar das Modell HW100. Das ist ein Pressluftgewehr mit einem Magazin, welches 14 Schuss im Kaliber 4,5 aufnehmen kann. Und das ist ein hervorragendes Qualitätsprodukt. Ich habe für Sie vorne eine Riemenöse befestigt, das heißt die vordere Schafthalteschraube ist ausgetauscht gegen solch eine Riemenöse und dadurch kann man so ein herres Zweibein komfortabel befestigen. Das wird nämlich einfach an diese Öse angeklemmt. Ja, das Zweibein ist in Militärqualität, ist was ganz Hervorragendes. Man kann die Füße stufenlos in der Höhe verstellen und ja, das ist eine ganz solide Sache, wenn man es dann braucht. Außerdem haben wir hier einen Schalldämpfer vorne drauf. In Deutschland sind ja Schalldämpfer frei, sofern das Gewehr frei ist. Und hier in der Hand habe ich halt die Variante mit maximal 7,5 Joule. Und die darf dann auch einen Schalldämpfer haben. Das Gewehr habe ich auch in stärkerer Ausführung für Jäger und Sportschützen. Aber die dürfen dann eben keinen Schalldämpfer drauf verwenden, den kann man hier einfach abschrauben und dann kann man den Dämpfer durch ein Laufgewicht ersetzen oder durch einen Kompensator, welcher die Genauigkeit halt verbessert. Ich habe hier für Sie ein Zielfernrohr drauf, welches hervorragend geeignet ist. Man kann nämlich mit diesem Glas mit 12-facher Vergrößerung auf 10 Meter schießen. Das können die allermeisten Gläser nicht. Sofern sie dann verstellbar sind, dann muss man da weiter weg sein, um die hohe Vergrößerung einzusetzen. Aber dieses kann das auch schon auf 10 Meter. Das Glas ist einstellbar in der Vergrößerung von 3- bis 12-fach. Und wir haben hier außerdem als weitere Besonderheit das Stellrad für die Parallaxe an der Seite. Und wenn ich praktisch die Schärfe einstelle auf das Ziel, dann kann ich an dem Rad die Entfernung ablesen und kann dann die Höhe ein wenig korrigieren. Das Absehen ist hier Mil-Dot-Absehen, das heißt, Sie haben Pünktchen auf dem Fadenkreuz und können damit fantastisch die Höhe und die Seite so ein bisschen angleichen. Jo, ich meine, das wäre eine hervorragende Kombination und wenn Sie da Interesse dran haben, dann können Sie mal auf meine Webseite schauen. Wie gesagt, in der Hand habe ich hier die freie Ausführung in 7,5 Joule, so kann das jeder ab 18 Jahren kaufen. Und wer eine starke Variante haben möchte, der müsste halt seinen Jagdschein oder seine Sportschützen-WBK vorlegen. Und dann geht das auch. Ja, exportieren können wir solche Waffen auch ins Ausland. Das ist bloß mit ein bisschen Schreibkram verbunden. Also schauen Sie einfach auf meiner Webseite mal rein. Und ich würde mich freuen, wenn Sie auch meinen Kanal bei YouTube hier wieder besuchen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.